Schmeckt gar nicht mehr. Sind wir jetzt beide dann drauf, oder? Ja. Ja? Ja gut. Da sitzen wir da, Christian, gell? Ja, mit Rupert Viel, Kleinheidingers Bürgermeister. Wir sind ja allerersten Chili Challenge, bei mir schon die fünfte. Oh, mein Beileid. Ja. Christian Kruppe, Sendeleiter von Radio Schwabmünchen. Ja, komm, da starten wir los, oder? Ja, schon, ne? Also. Ja. Für ALS. Komm, Gemüse. Okay, nur gut. Na, ah, mal klar. Oh, da kommt schon langsam was Scharfe. Oh, ich glaube, ich kau dir jetzt so viel. Boah, du bist so schnell, ey. Übung. Oh, mir ist ein Wort eingefallen, aber das will ich jetzt nicht sagen. Oh, also fangen wir gleich mal an mit der Normierung, hatte ich gesagt. Okay, wir wollen jemanden nominieren für einen guten Zweck. Wegen ALS. Also entweder Chili essen oder Geldbeutel aufmachen. Für einen guten Zweck, ganz tolle Sache. Ich würde vorschlagen, ich mache beides. Ich habe es jetzt dann gleich durch, die Chili. Wie viel Liter zahlt, das überlege ich mir dann noch, das sage ich dann noch. Und zuerst mal nominiere ich mal dreien. Also, muss ich das runter essen? Mir fällt jetzt spontan der erste Vorstand vom FC Kleinheidingen ein, der Tom Heider. Der mag die mit Sicherheit auch ganz gerne, diese Chilis. Und der zweite, der mir einfällt, wäre der Trainer von den Volleyball-Damen 1, der Novo. Der kann das auch machen. Und mein dickster und bester Bürgermeisterkollege aus Kloster Lechfeld. Mein allerliebster Freund und Kollege Rudolf Schneider aus Kloster. Rudi, du musst auch ran. Also, Mahlzeit. Gut, dann mache ich auch wieder weiter, weil ich bin doch ein bisschen warm auf der Zunge jetzt so langsam. Aber wenn wir schon bei einigen sind und ich auf meinem Berufswegen auch viel mit Sport unterwegs bin, natürlich erstmal die erste Fußballmannschaft des FC Kleinheidingen. Ihr könnt alle oder einer elf, wie ihr wollt. Und dann auch gleich, wenn der Trainer von den Volleyball-Damen schon dabei ist, auch die Volleyball-Damen. Weil wer so heiß ist und Bayernliga spielen kann, der kann auch eine... Du sagst es, genau. Der kann auch eine Chili vernichten. Ja, und dann, wen hast du es gehabt, der Vorstand, wie hieß der? Tom Heider. Dann ist der Bruder Markus, oder? Nein, das ist nicht der Bruder. Also aber der hätte auch passen. Ja, der also Fußballspielgruppenleiter nämlich. Markus Heider, der genau. Macht das auch. Ist auch dabei. Viel Spaß hier. Gutes Gelingen.